Das ist Sandra. Sandra ist mehrfache stärkste Frau Deutschlands und zweitplatzierte der World Strongest Woman. Wir werden uns heute in einigen Disziplinen battlen, wo es unter anderem um Kraft, aber auch ordentlich Ausdauer geht und schauen, wer am Ende die Hosen anhat und hier mein Sieger erfolgt. Wir haben uns gerade schon mal für die erste Disziplin auf, und zwar 500 Meter Rudern. Ist für mich auf jeden Fall was Neues, weil am Ergometer mache ich es definitiv nie. Hast du schon mal vorher probiert? Ja, ich habe früher mal CrossFit gemacht. Also Rudern mache ich auf jeden Fall ab und zu mal, aber ist nicht meine Standarddisziplin. Also gegen eine CrossFitterin gleich Rudern, das kann aber was werden, scheiße. Wie lange machst du jetzt schon, sag ich mal, Strongman-Sport? Wettkampfsport seit 2013, also seit gut 10 Jahren. Hab mit 2013 mit meinem ersten Anfängerwettkampf angefangen und habe mich dann von dort aus nach oben gearbeitet, bis hin zu Europe's und World's Strongest Woman. Arnold Classics habe ich gewonnen, Amateur im Strongman. Kann nur sagen, du bist die erfolgreichste Deutsche im Strongman. Ich bin die erfolgreichste deutsche Strongwoman. Und von den ganzen Titeln, also ich war dreimal auf dem Podium bei World's Strongest Woman, zweimal Dritte, einmal Zweite. Arnold Classic Amateur habe ich gewonnen, war bei der Arnold Pro Vierte. Im Strongwoman. Europe's Strongest Woman ist jetzt in 2 Wochen. Dreimal stärkste Frau Deutschlands, hab 2 Weltrekorde im Steinheben. Mega, richtig krass. Also du bist eigentlich fast zweitstärkste Frau der Welt. Richtig, der genau. Oder? Genau, meine Gewichtsklasse. Ich bin in der minus 82 Kilo Gewichtsklasse. Wir haben inzwischen auch Schwergewichtsfrauen, die richtig groß sind, also so 1,90. Wiegen so um die 120 Kilo, ist richtig cool zu sehen. Und ich trete in der 82 Kilo Gewichtsklasse an. Na geil, mal schauen, wie gut du hier jetzt das Ruderding zerlegst. Machen wir wieder 500. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen nervös jetzt. Starten oder soll ich starten? Wir können Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer startet. Hätte ich mir auch gedacht, okay. Machen wir jetzt 2 aus 3 oder? Ja gut, 2 aus 3. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, das war eindeutig. 3, 2. Wenn man es regelmäßig und gleichmäßig behält, hält man durch. Ja. Aber es geht richtig drauf, Alter. Ja, 1,30 durchhalten ist eine unangenehme Zeit. Ist beim Strongman ähnlich. Wir haben teilweise Disziplinen, in denen wir 75 oder 90 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich kreuzheben müssen oder Baumstamm stemmen müssen. Das ist so genau die Zeit, wo wir durchhalten müssen, aber nicht länger. Ich weiß nicht, warum jetzt 1,33 Sekunden. Das ist die Durchschnittszeit. Ah, okay. Und da oben ist die Zeit. 2 Sekunden schneller, shit. War knapp, ey. Ich glaube, wahrscheinlich bei 500 Meter wird der Unterschied nach oben dann gar nicht mehr so krass sein. Ich habe gegoogelt. Weltrekord 1 Minute 1. Das ist richtig krass. Du musst schon ordentlich schnell sein. Der nächste Wettkampf, was du gemeint hast, ist im Dezember. Bereits? Nee, in 3 Wochen. Also in 3 Wochen? In 3 Wochen, am 11., 12., 13. August. Ich habe verstanden, am 11., 12. Nee, Dezember. 12., aber 3 Tage. 11. bis 13. August ist Europe's. Europe's Strongest Woman, genau, in England, in London. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du auch eine spezielle Kalorienanzahl, wo dann mehr ist oder weniger ist? Also am Trainingstag esse ich auf jeden Fall mehr. Ich brauche tatsächlich gar nicht so viel Kalorien, wie man denkt. Also ich esse so zwischen 2,2 bis 2,8, kommt auf den Tag drauf an, wie ich mich fühle. Am Trainingstag definitiv mehr. Und aktuell bin ich so bei 3 Trainingstagen nur noch. Dafür sind es ungefähr 4 Stunden, weil die Events halt so lange dauern. Also bis man auch bei dem Gewicht angekommen ist, dauert es einfach ewig, bis man da wirklich warm ist. Das ist der Nachteil, wenn man stark ist. So viele Gewichte auf- und abräumen, das dauert sehr lange. Jetzt brauchen wir den magischen Kelch. Ein bisschen Kreide, denn es geht in die Klimmzüge. Wir machen One Rep Max mit so viel Zusatzgewicht, wie der schafft. Wir werden uns langsam steigern. Sie wiegt 81 Kilo, ich wiege 106. Das heißt, mal schauen, ob sie vielleicht sogar in Relation zu ihrem Körpergewicht noch besser performt. Sieht easy aus. Ich bin aber auch richtig schwach in Klimmzügen geworden, seit der Lockdown nicht mehr da ist. Bei der Home-Training immer Klimmzüge gemacht und sonst halt nie. Halt auch nie mit maximal Zusatzgewicht. Schnapp uns jetzt mal die Zehner. Ich glaube, bis 20 geht es bei mir noch ganz gut.
Also sollte ich auf jeden Fall eine Rep schaffen. Alles über 30 wird dann auf jeden Fall eine Challenge. Das geht noch. Ich denke, von 10 bis 20 der Sprung geht noch. Jetzt ganz zufrieden. Sah leicht aus. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Eine Rap ist natürlich noch was anderes. Eine Rap ist noch was anderes. Man muss sich noch einmal hochziehen können. So, da geht noch. Ich sag, 30 gehen bei dir nicht mehr ganz. Ja, ich glaube auch, es kann ganz knapp werden. Aber wenn wir nur eine Nase drüber machen, bin ich mal gespannt. Kind drüber wird schwer. Wenn wir Kindzüge machen, dann geht's vielleicht noch. Nee, da geht's also Kind drüber, schaffe ich 30, glaube ich nicht. Aber schauen wir mal. Ich geh gleich auf 30 jetzt. Ich glaube, 40 sind bei mir so wie bei dir 30. 40 schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich bin gespannt, ob die 40 gehen. Also, es sieht machbar aus, wenn man einen guten Tag hat. Der zählt auf jeden Fall. Der zählt. Nice. Mal 32,5 probieren und schauen, ob das noch geht. Aber ich bin gespannt. Du machst 40? Ich probiere jetzt die 40. Das ist sogar ziemlich genau gleich wie dein Prozentanteil. Okay. Jetzt wäre erstmal squatten. Hopp. Da ich versuche nochmal 50 jetzt. Das will ich doch mal wissen. Ja, war ziemlich drüber. Okay, aber reicht jetzt, glaube ich. Weil mehr wird immer gehen. 32,5 ist aber auch ein neuer PR für mich. Also als Strongwoman kannst du anscheinend auch Klimmzüge. Ich kann nicht Strongwoman, das hat voll viel Rücken. Das hat alles, was wir machen, ist eigentlich alles Rücken. Ich sage immer so ein bisschen Everyday Spec Day im Strongman, weil wir haben halt total viel Atlassteine heben, Sachen tragen. Den Baumstamm stemmen ist auch wahnsinnig viel Rücken. Das vergessen immer total viele. Die denken, es ist viel Trizeps und Brust. Aber dadurch, dass der Baumstamm so einen großen Durchmesser hat, musst du halt in deinem Schwerpunkt dich viel mehr nach hinten lehnen. Das heißt, du brauchst ultra krass viel mittlere Rückenstrecke, oberen Rücken und so. Das ist eigentlich alles, was wir machen, ist alles Rücken, hintere Kette. Paul hat noch ein Rückendefizit. Ich habe ein Defizit. Aber in den Strongman-Bereich. Naja, ein bisschen, gerade in der Offseason oder so, einfach ein bisschen Strongman-Sachen wieder einbauen. Ja. Ich sag mal, funktionsmäßig ist es ja eigentlich schon schlau. Alles, was über Kopf drückt, ist ja. Macht halt auch Spaß. Du musst es ja vor allen Dingen auch, das vergessen immer viele, du musst Strongman halt gleich super krass schwer machen. Auch wenn es jetzt der Sport ist, in dem die Stärksten gesucht werden, kannst du mit dem Sport schon total niedrig einsteigen. Du kannst wirklich, also Equipments, die es überall gibt, ich habe einen Baumstamm, der wiegt leer 25 Kilo. Super angenehm für Anfänger zum Üben. Also du kannst wirklich in dem Sport schon auf ganz niedrigem Niveau einsteigen. Testen jetzt an die 50 ran. Schon heftig so zu spüren, wie viel da an der Hüfte hängt. Dass ich gleich einfach in die Stange ziehen muss. Oh. Ich glaube, alles, was jetzt noch dazu kommt, beschönigt das Ganze eh nicht wirklich mehr. Deswegen. Ging für dich aus? Müssen wir mal ausrechnen. Ja, ich glaube, es ist ziemlich knapp von den Prozenten her. Knapp, aber. Ja, für dich 50. Jetzt bin ich sehr gespannt. Bei der nächsten Disziplin, es ist nochmal ein spannendes Event, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich hier auf jeden Fall den Kürzeren ziehe. Ich bin auch sehr gespannt. Mache ich sonst eigentlich auch nicht. Also schauen wir mal. Jetzt holen wir uns die Fußballhütchen, die gab es früher in meinem Training. Und messen hier einfach ein paar Meter ab, ist ja egal wie lang. Ich mach's genau bei der Maschine, weil dann ist man wieder den Weg. Bleiben wir unsere Distanz, jetzt brauchen wir nur noch die Gewichte, die man schwer halten kann. Also die Leiko Plates. Frage 15 oder 20? Ich kann noch 20 machen, das ist nicht so lang. Gute Wahl. Wir holen uns natürlich extra die Scheiben ohne Griff, weil es ja hier um Griffkraft geht und das richtig scheiße zu halten ist. Also werdet ihr sehen, ich glaube, das geht leider an die Sandra und nicht an mich. Haben wir auch Strongman-Events, in denen es um Distanz geht, zum Beispiel eben auch ähnlich wie das Farmer's Carry. Dann hast du zwei Griffe in der Hand, die mit Gewicht beladen sind. Die müssen wir manchmal auf Zeit tragen, also du hast ein bestimmtes Gewicht. Zum Beispiel bei mir ist es oft 110 Kilo pro Hand, also 20 insgesamt, auf die schnellste Zeit über 20 oder 40 Meter. Oder du musst es auf Distanz tragen. Oder wir müssen so Sandsäcke oder so einen Hustapfel auf Distanz tragen und dann trägst du so lange, bis es nicht mehr geht. Also ich denke, ihr merkt, sie hat auf jeden Fall ein bisschen Griff gehabt, wenn sie hier 110 Kilo in beiden Händen trägt. Yes! Ah. Yes! Diesmal habe ich sie. Ja, yep, voll. Okay. Und? Einmal rum. 3, 2, 1, go.
Schritte. Zwei volle Runden, aka 4. Länge. Puh, unangenehm. Aber mit diesen Handeln, mit diesen Scheiben ist es halt wirklich eklig. Das ist jetzt schon schön. Okay. 3, 2. Alter, die Finger sind einfach so platt gedrückt. Ja, ich habe auch immer noch so ein bisschen. Das ist der Vorteil, wenn man als Zweiter dran ist, muss man sagen. Ja. Das war sehr knapp. Alter, das war schon eklig bei der ersten Runde. Ja, es ist sofort ekelhaft in der Griffkraft, da muss man einfach nur durchhalten. Bevor es gleich zur letzten Disziplin geht, Arm drücken, schaue ich mir das ganze Training von Sandra mal ein bisschen an. Check ab, wie viel schwächer ich tatsächlich bin. Deswegen ist das nicht schon 60 Kilo eigentlich. Also es ist jetzt gar nicht so wenig. Drei Schritte. Erst Deadlift. Einfach mit gestreckten Armen hochheben. Dann bringst du die Brust ran, hältst ihn fest am Oberkörper, schiebst ihn mit der Hüfte an und rollst ihn rauf. Also Deadlift so? Ja, genau. Ja, genau. Aber das Fallen lassen ist das Lustigste da eben. Ja, macht am meisten Spaß. Ich merke auf jeden Fall, dass es nicht so nah an mein Gesicht kommt. Ja, ja. Also das ist auch so, es gibt ein bisschen unterschiedliche Techniken, die man auch nutzen kann. Man sieht es bei vielen Schwergewichts-Strongmen oder zum Beispiel Männer, die eine sehr starke Brust haben oder sehr starke Incline Bench. Kannst du dich auch ein bisschen mehr zurücklehnen und das mehr so, wie es jetzt er gemacht hat, mit einem Strict Press machen. Ich bin halt kleiner, ich habe nicht die Proportionen, ich habe nicht die Brustkraft. Das heißt, ich will es ein bisschen mehr wie ein Gewichtheber machen. Das heißt, ich gehe noch mehr in diese Gewichthebertechnik und schaue, dass ich dann einen Jerk mache. Manche Männer können sich halt eben ein bisschen mehr zurücklehnen und ein bisschen eher Incline benchen. Was ist dann heute das Trainingsziel? Wie viele Sets? Also ich mache, aktuell steige ich mich bis auf 90 Kilo, weil es mein Wettkampfgewicht ist. Und ich muss 90 Kilo so viele Wiederholungen wie möglich in 60 Sekunden machen. Okay, 90 Kilo? Ich glaube, auf eine schaffe ich das auch. Drücken, weil in dem Moment, wo du explosiv drückst, verlierst du hier die Spannung. Das heißt, du wirst auch instant wieder dran denken, Rumpf fest, dann hast du einen starken Lockout. Das ist schwer schon, scheiße. Noch einen All-In-Satz. Machst du einfach so viel du kannst. Genau. Aber jetzt wird kurz Pause gemacht und dann kommt der erste Satz. Ich habe schon drüber geredet, die Pausen sind auf jeden Fall wichtig. Was kommt mit dem Powerlifting? Ich teste mich jetzt auch mal an den 90 ran. Ich merke auf jeden Fall, Stabilisationstechnik ist das eine Challenge. Ich glaube, vor allem beim Hochdrücken muss ich noch mehr Drive aus den Beinen noch. Ging okay. Wahrscheinlich so 3, 4 könnte ich vielleicht damit machen. Ja, aber musst du heute nicht machen. Wir halten uns ein bisschen zurück. Da haben wir noch was drin sogar. Gehen vielleicht noch ein paar. Aber wir haben auch nur Zeitlimit von 60 Sekunden. Da ist dann die Zeit der entscheidende Faktor. Weiter geht's mit einer Weltrekorddisziplin von Sandra in ihrer Gewichtsklasse. Steine hoch. Was ist dein Rekord? Mein persönlicher Rekord ist knapp unter 160, 157 Kilo. Alter. In meiner Gewichtsklasse auf 1,20 Meter laden. Das müsste die Höhe sein ungefähr. Ja, das müsste 1,20 sein. Der Overall-Weltrekord bei den Schwergewichtsfrauen liegt bei 171. Und der Nachteil am Steinheben ist halt, du bist da dem ausgeliefert, was der Betonstein halt wiegt. Und ich wollte 160 machen. Das waren 160er Stein und haben sie gewogen und dann hat er nur 157 gehabt. Also mein Ziel ist noch ein bisschen drüber zu kommen über die 160. Aber das ist genau ein zweifaches Körpergewicht.
Das ist schon krass. Also wenn du den Weltrekord auch nochmal brichst von den 120 Kilogramm, ja, das wäre krass. Und das Wichtigste ist, du stellst dich direkt über den Stein. Also du versuchst ihn auch nicht. Manche versuchen ihn so hoch zu squatten, das funktioniert nicht. Du willst den Stein in deinem Schwerpunkt stehen haben, willst mit den Händen ganz weit runtergreifen, dass du so viel Auflagefläche wie möglich hast und drückst den so zusammen, wie wenn du Packflies machen würdest im Endeffekt. Sobald er in deinem Schoß ist, greifst du um, damit du dann wieder mehr Platz hast am Stein, um den Stein quasi wie so ein High Pull oder so ein hoher Face Pull aufs Podest zu laden. Dann drücken, angeben, Schoß reinholen, rübergreifen, High Pull. Wie viel Gewicht hat der jetzt? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich so 70, gehe ich mal davon aus. Für die Größe hat meistens so 70 Kilo. Der wird wahrscheinlich so 40 haben, aber das ist lächerlich. Ja, das geht für die noch. Männer die Höhe ist meistens so 1,30. Also für uns Frauen ist die Rekordhöhe 1,20. Für Männer ist es 1,30, weil die meisten Männer einfach größer sind. Ich glaube, ich gehe gleich dreistellig jetzt. Ja, schaut so bitte nicht von der Scheinheit. Alter, na gut. Das war schon schwer. Also ich glaube, über 110 oder 20. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich generell versuche, Strongman-Disziplin auszumaxen, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, gebt diesem Video ein Like und dann gehe ich vielleicht nochmal richtig ran. Ich merke auf jeden Fall, ihre Hand ist, also die ist stark. Ich glaube, das ist bis jetzt die stärkste Frauenhand, die ich in der Hand hatte. Das ist nicht ohne Grund. Das und jetzt du versuchst quasi auch ich halte dagegen und du versuchst genau meine Hand ein bisschen zu curlen. Mit dem Handgelenk. Also du hast Handgelenk schon mal gemacht? Ein bisschen bloß, also nicht wirklich. Ich habe mal einen Antrieb frei, bin ich mir immer mitgegangen, habe das ein, zwei Sessions gemacht, aber nicht wirklich verfolgt. Drei, zwei, eins. Ganz andere Inhalte. Ja, ich will aber nichts riskieren, weil. Ja. Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, die Hebelunterschiede. Ja. Da habe ich auch überhaupt gar keine unrealistischen Vorstellungen. Jemand, der zum Beispiel halt auch einfach so viel größer ist, du hast halt Armdrücken, ist nicht nur pure Kraft, sondern eben in der Technik ist, du willst den anderen aushebeln. Und wenn halt einfach von Unterarmlänge, wenn du es halt nebeneinander nimmst und so, also wenn du Unterarmlänge schaust und dann einfach alleine schon so viel längeren Unterarm hast, hast du halt von dem Drüberziehen halt einfach die besseren Hebelvoraussetzungen. Das heißt auch die perfekte Größe eigentlich fürs Armdrücken. Ja, da muss man nur ein bisschen mehr und damit spielen. Ja. Okay, Sandra. Ja. Das hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Sie muss jetzt noch ein bisschen weiter trainieren, hat noch einiges vor sich. Ja, ich muss noch Kreuzheben und Joke tragen, die Stelle auf dem Rücken tragen. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr geiles Battle. Schaut bei Sandra gerne vorbei. Lasst dem Video ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.